Hallo Leute, von meiner Community wurde sich gewünscht, dass ich ein Wohnungsrundgangsvideo mache und dem Wunsch komme ich heute nach und let's go. Also, wir fangen wieder hier im Wohnzimmer an mit Küchenzeile. Und hier gab es auch in letzter Zeit auch wieder ein paar Änderungen, die ich auch gern euch erzähle. Und ja, ich fange an. Also, meine Wohnung jetzt eine Echo Show. Auch total cool. Kann ich euch auch sehr empfehlen, dass ihr euch den auch auf Amazon euch kauft. Echt genial. Auch ungenial das Feature ist auch, dass man, wenn man Songs von Amazon abspielt, kann man auch sogar auch die Texte sich anzeigen lassen und wenn man will, auch mitsingen. Coole Sache. Oder dann eben mein Pinnwand und mein Poster vom, dass ich ein Fan von Super Mario Brüdern bin, wisst ihr ja. Und dann, was ich noch sehe, was sich geändert hat, ist, musste mich in diesem Jahr von älteren Geräten, die bei mir nicht mehr funktioniert haben, musste ich mich in letzter Zeit trennen von meinen alten Panasonic Videorekorder hat nicht mehr funktioniert, habe ich mich getrennt, weil er nicht mehr funktioniert hat. Und von meiner alten Horizon Videoreceiver musste ich mich auch trennen, weil der auch nicht mehr funktioniert hat. Aber dafür habe ich jetzt von Vodafone die Giga TV Cablebox 2 mit einem Vodafone Router. Auch genial, total cool. Kann man sich auch bei uns in Treisa und auch anderswo im Vodafone Shop auch sich bestellen. Oder falls ihr auch Vertrag bei Vodafone habt, könnt ihr auch da mal auf Vodafone danach fragen. Die Einrichtung von der Giga TV Box war so ein bisschen tricky, aber hat geklappt letzten Endes. Fand ich cool. Also von Bedienung her ist auch so ein bisschen tricky, aber wenn man dann einmal den Dreh raus hat, funktioniert einwandfrei. Total echt cool. Kann ich auch nur empfehlen. Ist echt genial, die Giga TV Box. Ist gefällt mir. Macht Spaß damit. Fernseh so gucken. Also ich kann die Giga TV Cable Box 2 nur empfehlen. Ist echt cool. Wenn man es erstmal richtig eingerichtet hat und auch immer so bedienen kann. Es macht Spaß, mit Fernsehen zu gucken. Hat was. So cool. Und die Vodafone Router von Vodafone sind auch cool, funktionieren auch einwandfrei. Ist echt genial. Und dann habe ich mir bei meinem Computerecke habe ich mir im Action habe ich mir eine Soundbar jetzt auch mir eine zweite also eine zweite Soundbar mir gekauft. Auch total cool, damit höre ich auch gerne am Rechner ab und zu gerne mal Musik. Hat auch Spaß mit. Und dann habe ich seit neuestem auch jetzt die Fritzbox 7590AX. Auch ein neueres Modell, ein Nachfolgermodell von den anderen vorangegangenen Fritzboxen, auch total cool. Kann ich euch auch nur von der Marke 1&1 euch nur empfehlen. Die von 1&1 sind echt total super. Sind auch genial. Ich kann euch den Internetanbieter 1&1 nur sehr empfehlen. Ist echt super. Und 1&1 hat das beste Netz. Wie gesagt, kann ich nur euch empfehlen. Ist genial. Ja, und dann habe ich halt eben noch von Plastikflaschen auf Glasflaschen umgestellt. Unser für den
Für den, wie sagt man da? Für die Änderung wegen Nachhaltigkeit. So. Und ja, aus Glasflaschen schmeckt das Wasser oder die ganzen anderen Getränke, wo es aus Glasflaschen gibt, sowieso besser. Aus Glasflaschen schmecken alle Getränke sowieso ganze Ecke besser. Kann ich auch euch nur sehr empfehlen, dass ihr euch lieber die Getränke aus Glasflaschen euch lieber kauft. Für mehr Nachhaltigkeit ist echt cool und lecker. Ja, dann, was ich auch noch gemacht habe, also im letzten Jahr zwar gemacht, aber dafür muss ich halt erstmal mal den Vorhang zu machen, damit ihr es besser sehen könnt. So, da habe ich mir bei Woolworths neue Glühbirnen gekauft, mit dem man diese Fernsteuerung hier kann man auch auf verschiedene Farben einstellen. Rot, Grün, Blau und alle anderen Farbenabstufungen kann man auf Flash machen, dass es so blinkt. Auch total cool und die Glühbirnen im Woolworths dafür. Die kosten so im Woolworths momentan 8 Euro. Die verschiedenen Farbübergänge sind echt total echt cool. Gibt es im Woolworths in der Schwalmgalerie zu kaufen. Das kann ich euch auch nur empfehlen, falls ihr auch so ein wie sagt man da? So ein Leuchtteil habt, genau. So eine Leuchtlampe habt ihr. Genau, kann man von oben mal reingucken. Mal, zeige ich euch mal eben gerade. Dann kann man auch eben in verschiedenen Farben halt eben leuchten. Das ist echt, echt genial. So, wieder Vorhang wieder auf. In seinem Schlafzimmer. Und dann, was ich auch noch im Bad ist noch geändert habe, ist, hier im Bad habe ich mir auch jetzt eine Alexa mir hingemacht. Auch total echt cool. Nur das Einzigste, was ihr beachten müsst, wenn ihr euer Echo-Gerät im Bad aufstellt, da müsst ihr nur halt eben beachten, dass ihr euren Echo Dot, um ganz genau zu sein, hat eben nicht in die Nähe vom Waschbecken oder nicht in die Nähe von Badewanne oder nicht in die Nähe von Dusche euch aufstellt. Genau. Ist auch total cool. Da könnt ihr auch während des Duschens oder euch während des Badens euch Musik anhören oder euch die neuesten Nachrichten euch anhören oder Musik anhören. Oder was ihr sonst dort eben mit euren Echo-Geräten macht. Das ist echt total, echt cool. Kann ich auch nur auch sehr empfehlen. Und macht auch sogar echt Spaß auch.
während des Duschens sich seine Lieblingsmusik sich anzuhören. Also ich mache es jedenfalls ab und zu mal, wenn ich dazu Lust habe. Muss ich gestehen. Aber es ist geil. Macht Spaß, aber. Genau. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, ciao.